6. An den Kommentar kann ich mich echt noch erinnern. Und da steht halt, everything will be perfectly balanced, of course. Naja, was perfekt balancen funktioniert eh nicht. Aber sie geben sich sicherlich auf jeden Fall Mühe, dass jeder Turm den Stellenwert bekommt, um viable zu sein, also dass man überall einsetzen könnte. Bin ich echt mal gespannt. Brauche ich noch mehr? Ich habe keinen Platz mehr für weitere. Für weitere Affenpioniere. Oh, nächste Runde, 63. Runde. Ich denke, dann bastle ich hier lieber noch ein paar. Sauger hin. So. Machen wir es mal ein bisschen langsamer. Eieiei. Die haben da noch nicht so eine super Chance dagegen. Normale Blumens, kommt, die kriegen wir doch down, oder? Ohne ein Dings benutzen zu müssen. Ein super Affensturm, nochmal. Ich glaube wahrscheinlich das erste Mal, die auch nicht unbedingt benutzen müssen. Plasmastrahl. Und ein Gott der Sonne. Um normale Blumens zu killen. Okay. Sieht gut aus. Tja, da fehlen einfach noch mehr Sauger, ne? Das sind einfach noch nicht genug. Okay, hat man glaube ich auch schon gelesen, 23. Februar, dann kommen wir zum 2. März. BTD5 3.13. Das Update introduced Preferred Monkey Challenges, Lieblingsaffe, okay. Hat man schon, glaube ich, vielleicht auch schon vorgelesen, weiß ich gar nicht. Guck's mir ja durch, dann wird es mir, während ich das durchlese, sicherlich einfallen, ob ich es schon mal gelesen habe. Boah, da kein Platz mehr überall. BTD5 Preferred Monkey Event refresht alle 6 Stunden. Will there be X version of BTD6? Okay, was heißt X version? Cross version oder was? Okay, das ist. Das ist Insider, raff ich nicht. BTD7, wann? I kind of expect us to do one of these reboots at some point and just come out with BTD, so maybe never. Das habe ich nicht so richtig. Naja. 9. März. Announcing this. Welcome to the. This week has been somewhat busy with batches on Congregate, Cartoon Network announcing Bloons. Adventure Time Tower Defense and the BTD6 team finishing a batch and moving on to the next. Okay, was heißt Bloons Adventure Time Tower Defense? Bloons Adventure Time TD. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Okay, BTD5 ist das gleiche. was gibt's hier noch so Schönes?
sind so ein paar Grafiken dargestellt, so ein bisschen witzig. Im 9. März Blogpost könntet ihr euch mal angucken, da steht halt, ist so ein Bild, wer würde gewinnen? Ein super starker Affe. Capable, wahrscheinlich möglich, tausende von Darts in einer Sekunde zu werfen. Der Super Monkey, der normale Super Monkey, der hier. Oder ein Sneaky, also ein Tarnblumen. Wer würde gewinnen? Ganz easy, der Tarnblumen, weil der Superaffe in der Regel keine, von Grund auf halt keine Tarnblumen killen kann. Das ist schon mies. So, weitere Sauger. Zack. Achso, das war ein Contest gewesen. Irgendwie haben die im Kreis bekommen. Gibt's sonst noch irgendwas Relevantes, was die hier anquatschen? Glaube nicht mehr. Nö. Nicht hier. 16. März und dann haben wir auch den 23. März. Auf jeden Fall eine Version 1.8 für Bloons Super Monkey 2 Mobile haben die released. Heißt BSM 2 hat auch ein Update bekommen, spiele ich allerdings ja nicht mehr. Dieses Update bringt die finalen 6 Level zu dem Helium Heights Chapter. Okay, also den letzten Level gibt es da. Anscheinend. Ist ja ekelhaft. Haben wir hier durchzugehen, ihr doofen Bloons. Bam, einzelne Waffen. Questions from the comments, ist immer das Interessanteste. Ups. Besser aufpassen müssen. Dann werden hier auf jeden Fall noch ein paar Sauger hingequetscht. Es ist so dumm, wie viel Geld die geben, die Affen fallen. So stupid. Can we get an actual BTD6 News? Nicht jetzt. Okay, die möchten keine Infos davon preisgeben. Voll das Geheimnis, was sie daraus machen, Alter. Voll scheiße. Die verheimlichen das voll. Das ist total doof. Bestimmt hat jeder Mitarbeiter von Ninja Kiwi dann gesagt bekommen, ey, ihr sagt was, sonst schneiden wir euch euer wertvollstes Stück ab. Wenn ihr da irgendwas sagen würdet. Richtig unter Druck gesetzt, hab ja keine Info nach draußen dringen. Alter, ich hab schon wieder 30.000 Gold. Easy. Ist ja eklig. Alter, wie viele Bloons da sind, ja. Tarnblumen ist natürlich was anderes. Sie kommen dann noch durch. Ich möchte da mal kurz ein Dings einsetzen. Auch wenn es vielleicht nicht mehr so eine Relevanz hat. Oh, einzelne davon auch noch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Why don't you give us a beta or demo version of PTD6, even if it's full of bugs? Also auch wenn es voll of bugs ist, die wollen einfach eine Demo-Version haben. Die wollen es spielen, ja? Ja, die haben halt keine Zeit dafür. Die haben keine Zeit, eine Demo, noch eine Demo zu entwickeln.
Das ist schon nicht so einfach mit BTD5, mit BTD6, ne? Alle wollen's und die wollen ja auch, aber haben keine Kapazitäten. Can we get BTD5 to pick a random BTD6 game and set to when I play on sexual BTD6? Okay, ich hab die Frage nicht mehr gerafft. Ist aber auch nicht schlimm. Und da ist leider keine Frage mehr. Achso, if BTD6 is a huge success, maybe SAS Zombie Assault 5. Also das ist anscheinend auch ein gutes Spiel, was? Zombie Assault 5? SAS? Ich hab's irgendwie, glaube ich, noch nie gespielt. Doch, ich hab's schon mal angespielt. Zombie Assault SAS und Steam. Ein Steam-Spiel von Ninja Kiwi. Gucken wir uns das gleich mal an. Von Ninja Kiwi in der Tat. Und worum geht's da? Einfach nur um einen Shooter. Wie langweilig. So. Auf geht's, meine lieben Freunde. Letzte Runde hier in Schalter. Machen wir gleich mal wieder doppelten Speed. Habe ich anscheinend die ganze Zeit nicht angehabt. Ist aber okay. Ja, ist langweilig. Ninja Assault. Aber nur ein Shooter-Game. Verzichte. In Ordnung. Schalter auch abgeschlossen auf Platzkonzert. Easy going. Nicht problematisch gewesen. Und Belagerung haben wir auch noch. Schauen wir mal. Gut, meine Freunde. Da würde ich sagen, erstmal eine ganz kurze kleine Pause. Sonst in der nächsten Folge dann wieder von BTD5. Bis dahin. Ciao.